Hallo zusammen. Il n'y a nant plus biel dans, et qui est tout le monde dans. Das ist Sti, ein nordfranzösischer Dialekt und bedeutet, es gibt keinen schöneren Tanz, als wenn alle tanzen. Wir tanzen heute mit einem Giganten, Monsieur Gaillon höchstpersönlich. Mit seinen 8,5 Metern und 370 Kilo beschützt er die Stadt Douai. Die Nordfranzosen lieben ihre Weidenholzpuppen. Im Londoner Viertel Chelsea beschatten wir einen der bekanntesten Soldaten der britischen Armee des 18. Jahrhunderts. Er war für seinen Mut und seine Verkleidungskunst bekannt. Natürlich verwöhnt sie auch wieder die Geschmackssache. Im thailändischen Phuket erwartet uns heute ein Rezept der chinesischen Community. Diese Garnelen verführen uns mit Schalotten, Zitronengras, Kurkuma, Tamarinde und Kokosmilch. Raten Sie, was jetzt kommt. Das Rätsel. Warum wurde das Klavier von den meisten europäischen Musikern zunächst gehasst? Johann Sebastian Bach hat sogar behauptet, das Instrument funktioniere nicht und sei schwer zu spielen. Das Pianoforte, der Vorgänger des modernen Klaviers, wurde Ende des 17. Jahrhunderts in Florenz erfunden. Doch zu Beginn wurde es von fast allen abgelehnt. Raten Sie, warum? Die Antwort erfahren Sie am Ende der Sendung. Es gibt Länder, da sind Kinos verboten. Stellen Sie sich vor, ein Regisseur dreht in einem Land einen Film, der dort nicht gezeigt wird. So geschehen in Saudi-Arabien, wo es bis 2018 ein Kinoverbot gab. Der Regisseur heißt Mahmoud Sabah. Sein erster Film von 2016 hat uns einen Blick in diese Region der Welt erlaubt. »2016 taucht ein UFO auf am internationalen Kinohimmel. Baraka meets Baraka, der zweite Spielfilm, der jemals in Saudi-Arabien gedreht wurde. Es ist eine romantische Komödie, die auf der Berlinale ausgezeichnet und für den Oscar nominiert wird. Sie spielt in den Straßen von Jeddah, der lebendigsten Stadt des Landes. Der 33-jährige Regisseur Mahmoud Sabah will die Fesseln der arabischen Gesellschaft abstreifen und zu denen sprechen, die bisher kein Gehör fanden, die Jugend im Land. Er sagt, ich wollte ein fröhlicheres Bild von Saudi-Arabien vermitteln, eines, das über die Schilderung von Repressionen hinausgeht. Saudi-Arabien ist eines der Länder der Welt, deren Geschichte zu wenig gezeigt wird. Und ich wollte mehr darüber erzählen, mir das Leben zeigen, wie es sich hier abspielt. Ich glaube, dass der Film dazu beigetragen hat, das Land menschlicher zu machen. Die weltoffene Stadt Jeddah ist das Wirtschaftszentrum des Königreichs und seit 1400 Jahren Anlaufpunkt für Mekka-Pilger. Die Kulisse seiner Geburtsstadt wählt Mahmoud Sabah, um sich seinen zwei Helden an die Fersen zu heften, die beide mit Vornamen Baraka heißen. Baraka, Bibi genannt, ist eine quirlige, rebellische Frau aus guter Familie. Und ihr Verehrer, Baraka, ist ein braver junger Mann, dem Konventionen wichtig sind. Anhand ihrer Geschichte zeichnet der Film das zarte und einfühlsame Porträt einer ganzen Generation in jugendlicher Aufbruchstimmung, gefangen zwischen Tradition und Freiheitswillen. Im Zentrum der Neustadt wurde vor über 20 Jahren mit der Effat University die erste Hochschule des Landes gebaut, zu der auch Frauen Zutritt haben. Hier entsteht unter anderem 2013 die erste und einzige Filmhochschule des Landes, die Cinematic Art School. Die Effat University wurde in Jeddah gegründet, in einer weltoffenen Stadt. Die Bevölkerung ist bunt gemischt. Es gibt viele Touristen und Pilger. So ist eine gewisse Toleranz gewachsen. Man ist aufgeschlossen für Neues. Allerdings hat die Toleranz ihre Grenzen. Als die Cinema Art School eröffnet wird, muss sie zunächst unauffällig agieren. Denn seit Ende der 70er Jahre sind, mit der rigorosen Kehrtwende im saudischen Königreich, alle Formen von Kino verboten. Die offizielle Gesellschaft wollte keine Kinofilme, vielleicht aus religiösen Gründen. In Filmen geht es um fiktive Geschichten. Vielleicht war das der Grund, warum man nicht wahrhaben wollte, dass es eine Filmindustrie im Land gab.
dass ein Mann und eine Frau gemeinsam in einer Komödie spielen und dabei Personen darstellen, die die Normen der saudischen Gesellschaft verletzen. Mit der neuen Politik scheint der Staat verstanden zu haben, dass die Filmindustrie wichtig ist. Schließlich gibt das Kino das wahre Gesicht der saudischen Gesellschaft wieder. Damit hat es das Potenzial, die Realität besser zu zeigen als in den westlichen Medien üblich. Das Bild vom arabischen Extremisten oder Islamisten steht ja nicht für ein ganzes Volk. Es ist nur eine Randgruppe. Damit wird nicht die gesamte Gesellschaft abgebildet. Seit 2018 ist Kino wieder erlaubt in Saudi-Arabien. Doch Mahmoud Sabah wartet diese kleine Revolution nicht ab. Er baut seine Kameras 2 Jahre vorher in Jeddah auf und erzählt von der Begegnung zwischen 2 jungen Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der rebellischen Influencerin Bibi und dem eher konservativen städtischen Angestellten Baraka. Bibi ist eine junge Frau, die stark und unabhängig sein will und Lust hat, ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen, in einer Gesellschaft voller Einschränkungen und Hindernisse. Das Leben der jungen Leute ist kompliziert. Sie können ihre Träume nicht verwirklichen. Das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, die sich frei ausdrücken wollen. Sabah sagt: Ich wollte, dass Baraka ein ganz durchschnittlicher Saudi aus Jeddah ist. Ein normaler Typ in seinen 20ern im urbanen Milieu. Er ist sehr geradlinig, manchmal dogmatisch. Bibi nutzt die sozialen Medien, um sich bemerkbar zu machen. Diese Tendenz breitet sich mehr und mehr aus unter den Millennials in Saudi-Arabien. Viele junge Frauen filmen sich in gewagten Posen und zeigen sich auf Snapchat. Manche verbergen ihr Gesicht, wenn die Bilder sexy sind. Eine subtile Form der Rebellion. Jeddah ist eine Stadt, die um ein altes Zentrum wächst, in der das Leben tobt und viele Verbote gelten. Der Polizist Baraka wandert durch ihre Straßen und spricht ohne große Begeisterung Verwarnungen an Gemüsehändler, Baustellenleiter und Wirte aus, während er selbst von der allmächtigen Religionspolizei bedroht ist, die über die Einhaltung der Sitten wacht. Der Regisseur erklärt: Man sieht sie nicht in Jeddah, aber ihr Gesetz und ihre Gegenwart spürt man unablässig. Daher ist man immer beunruhigt, weil man denkt, sie tauchen gleich auf. Und was passiert dann, wenn sie sich wirklich blicken lassen? Baraka und Baraka müssen beide viele Einschränkungen seitens der Gesellschaft erdulden, die nicht zulässt, dass sie sich an einem öffentlichen Ort treffen, wie etwa in einem Café. Sie müssen sich also in einem Auto verabreden oder auf einem Hausdach oder am Meer. Die Vorstellung vom öffentlichen Raum hat mich schon immer fasziniert. Aber niemand will einen Film über den öffentlichen Raum sehen, also musste ich Anleihen beim klassischen Kino nehmen. Junge trifft Mädchen und die Stadt als Hintergrund verwenden für ihre Liebesgeschichte. Mahmoud Sabah seziert das Zusammenfinden des Paares und fragt, wie soll man sich im Land der Verbote überhaupt kennenlernen? Neben dem Industriehafen von Jeddah füllt sich der wenig romantische Strand, sobald die Nacht hereinbricht. Hier treffen sich Bibi und Baraka zum ersten Mal. Er will sie für sich gewinnen und schenkt ihr etwas ungeschickt feine Dessous. Der Ort hier beinhaltet die ganze Geschichte. Am Strand gibt es eine Schaukel. Die beiden versuchen, zusammen zu sein, ohne nebeneinander zu sitzen. Also halten sie Abstand, damit man glaubt, sie hätten nichts miteinander zu tun.
Diese Szene, in der man sie zwischen dem Meer und dem Land hin und her schaukeln sieht, ist die stärkste im Film. Sie bewegen sich zwischen einer Sphäre, die sich wandelt, und etwas Festem. Und das steht zugleich für die Spannung zwischen dem Festhalten an Geschichte und Tradition und dem Aufbruch zu Neuem. In Jeddah schreiben die Bewohner selbst die Tradition neu. Extremer Luxus trifft auf einfachste Existenzen. Die Klassenunterschiede sind erheblich. Mahmoud Sabah betont das humorvoll in seinen Figuren, die eine Tendenz zum Burlesken umgibt. In der Szene, in der Baraka seinem Onkel erzählt, dass er jemanden getroffen hat und die Sache weiterverfolgen will, hat mich am stärksten beeindruckt, wie geschockt, ungläubig und angewidert der Onkel reagiert. Nach dem Motto, was glaubst du eigentlich? Wie kommst du drauf, so jemanden heiraten zu wollen? Denn die zwei Familien gehören sehr unterschiedlichen Milieus an. Ihr Lebensstil ist verschieden, wie die Gesellschaftsschichten, denen sie entstammen. Baraka kommt aus einfachen Verhältnissen, wo man althergebrachte, traditionelle Ansichten pflegt. Bibi dagegen gehört zur Upper Class, zumindest gesellschaftlich betrachtet. Und trotzdem bringt ihr Wunsch, Baraka zu heiraten, auch dort alles durcheinander. Ihre Familie betrachtet das als Unsinn. Und es entsteht eine Art Widerspruch in sich, denn die Familien sind ganz verschieden und sagen doch dasselbe. Barakas Entschluss, die Beziehung trotzdem fortzusetzen, finde ich schön. Das zeigt, dass wir vorangekommen sind, dass die meisten Leute Hochzeiten und alles drumherum nicht mehr so sehen wie früher. Das beruhigt mich. Ich wollte einen Film machen, der sich um die Jugend dreht, um die Millennials, von denen in Saudi-Arabien keiner wirklich spricht. Der Film handelt von den Versuchen dieser jungen Leute, sich von Restriktionen zu befreien. Gleichzeitig wollte ich einen leichten Ton anschlagen. Der Film dreht sich mehr um das Streben nach Freiheit als um die Restriktionen selbst. Dieses Streben nach Freiheit zeigt sich auch in Initiativen, wie sie überall in Jeddah entstehen. Getragen von einer Jugend, die dynamisch ist wie Bibi. So wie Designerin Isra Alaf. Sie verkauft ihre Entwürfe in angesagten Concept Stores. Jeddah lässt Frauen machen. Hier schätzt man weiblichen Erfolg. Die Frauen haben hier ihre eigenen Plätze, um sich auszutauschen, ihre eigenen Debatten, eigene Ausstellungen in Sachen Kunst, Mode, Kultur und Kulinarik. Man hat das Gefühl, dass ständig etwas Neues entsteht. Jede Woche gibt es ein Event, einen neuen Ort, wo man hin muss. Im Land der Abayas, der meist schwarzen Gewänder, die den weiblichen Körper komplett verhüllen, erfinden die Frauen ihre traditionelle Kleidung neu. Mit ihren modernen Outfits, die man unterm Abaya erahnen kann, und ihrer Wirkung in den sozialen Medien, ebnet die Figur der Bibi den Weg für subtile Formen der Emanzipation. An der Uni habe ich mich gefragt, warum Frauen in Saudi-Arabien nur so wenig Kleidung haben. Wir haben keine Farbauswahl. Verschiedene Stile kann man so gut wie nicht ausmachen. Oder Kleidung, die das Selbstbewusstsein stärkt. Wie kommt es, dass die Abaya einem so das Selbstvertrauen raubt? In ihrer traditionellen Form sollte sie kaschieren, was Frauen zum Ausgehen tragen. Kaum eine Frau mochte sie. Verrückterweise hatten viele nur eine oder zwei davon im Schrank und haben sie separat aufbewahrt. Was so viel heißt wie, sie haben sie als notwendiges Outfit für die Straße betrachtet. Wir haben uns überlegt, die Frauen könnten mehr Abayas haben, und zwar modische, tragbare Stücke. Und ich denke, heute ist es soweit, dass die meisten Frauen Abayas schätzen und sie gern tragen. In der avantgardistischen Atmosphäre von Jeddah entfaltet sich, nach Jahrzehnten der Zensur, die Kreativität der Bewohner. Sie wird vor allem in ultramodernen Kunstgalerien sichtbar.
Diese Tendenz greift der Film auf. Seine Hauptfiguren verkörpern den kulturellen Neuanfang, weil sie Theater und zeitgenössische Kunst lieben. Für mich hatte Baraka meets Baraka, als er 2016 gedreht wurde, Vorreiterfunktion. Der Film zeigt, wie die meisten jungen Leute ticken. Da war ein Bedürfnis nach mehr Freiheit im Kopf, Lust auf Kino, Lust, die Künste zu feiern. Heute, 6 Jahre später, gleicht die Jugend von Jidda mehr denn je den beiden Figuren. Ein junger Mann und eine junge Frau versuchen, frischen Wind in ihre Stadt zu bringen, die eine Eintrittspforte zu ihrem Land darstellt und sich in kleinen Schritten der Welt von heute öffnet. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass man in der saudischen Wüste Blumen findet? Die Männer tragen sogar Blumenkränze. Kaum zu glauben. Man stelle sich eine endlose Wüste vor, brütende Hitze, wo nichts wächst. Dennoch gibt es in Saudi-Arabien über 2000 heimische Pflanzenarten, darunter zahlreiche Blumen. Man verschenkt sie nicht, sondern bindet sie zu Kränzen, die ausschließlich von Männern, den Blumenmännern, getragen werden. Sie stammen aus der Provinz Asir im Südwesten des Landes und sind Nachkommen eines der ältesten arabischen Stämme aus einer Zeit, als es Saudi-Arabien noch gar nicht gab. Vom Volk der Qahtani. Viele von ihnen leben auf diesem Felsvorsprung in Habala. Vor 30 Jahren gab es keinen Weg dorthin, kein fließendes Wasser oder Strom. Aber in den 1990er Jahren lässt die Regierung dort eine Seilbahn bauen und die Touris kommen. Cäsar trug stolz seinen Lorbeerkranz als Symbol seiner Macht. Auf Hawaii, Aloha, ist die Blumenkette ein Willkommensgeschenk und in Saudi-Arabien sind sie den Einheimischen vorbehalten. Egal ob Nelken, Boxhornklee, wildes Basilikum oder Jasmin, jede hat ihre eigene Bedeutung. Junge, mittelsame Männer setzen eher auf knallige Farben, rot, orange mit einem Hauch Jasmin. Ältere Männer bevorzugen ein dunkles Grün. Denn sie sind nicht nur schöne Pflanzen, sondern sollen auch Heilkräfte besitzen. Sie sollen für saubere Luft sorgen und Kopfschmerzen lindern. Und Fieber verschwindet im Handumdrehen mit Basilikum. Und da wir gerade bei den Heilkräften von Pflanzen sind, die Blumenmänner bauen auf ihren steilen Feldern auch Kat an, eine regionale Spezialität und berauschende Pflanze, die man sich nicht auf den Kopf setzt, sondern sich in den Mund steckt. Und das vollkommen legal. Eine lokale Ausnahme in einem Land, in dem überall sonst auf Drogenkonsum die Todesstrafe steht. Kat wird lange gekaut und man kann sich perfekt entspannen und ist dabei völlig wach. In der Region Asia herrscht Flower Power. Dort sind Pflanzen und Blumen die Krönung. Jetzt sind wir mit einer Familie in Nordfrankreich verabredet. Monsieur und Madame Gaillon und ihre Kinder Jacon, Fillon und Babin. Man zollt ihnen Respekt, weil sie erstens den Rigaudon beherrschen und zweitens riesig sind. In Douai lernen wir sie kennen. Le Caou, die schöne Helena oder auch Maria und ihr Sohn Mariona. Sie alle halten das Jahr über Winterschlaf und warten geduldig auf den Karneval und die Kirmes. Erst dann sind die Giganten in ihren klassischen Gewändern oder mit Silber gepanzert unterwegs. Fast jedes Dorf in französisch Flandern hat seine eigenen Giganten. In Stavorde wohnen um die 4200 Menschen. Auf unsere Giganten sind wir besonders stolz. Andere französische Städte errichten Denkmäler zu Ehren von berühmten Persönlichkeiten wie Generälen des Kaiserreichs. Wir haben unsere Giganten, das ist geselliger. Seit ihrer Entstehung im 16. Jahrhundert begleiten diese Figuren aus Pappmaché und Weidenruten die wechselvolle Geschichte dieser nordfranzösischen Grenzregion.
Sie halten das Gemeinschaftsleben zusammen, tragen die Erinnerungen an die Vorfahren und sind zentraler Bestandteil der lang verkannten Identität. Der älteste in Nordfrankreich dokumentierte Gigant wird in Douai geboren. Es ist das 16. Jahrhundert. Die Stadt liegt im Herzen Nordeuropas und ist wie die ganze Region Flandern durchaus wohlhabend. Die Place d'Armes ist der Hauptplatz, das Herz der Stadt Douai. An diesem Platz kommen die Leute zusammen. Im Mittelalter war es der Marktplatz. Alle Bauern aus der Gegend waren dazu verpflichtet, hier zu verkaufen. Später kamen Tuch und Stoff dazu. Denn Douai war vor allem Tuchmacherstadt, wie viele flämische Städte. Diese silbernen Städte werden mächtig und emanzipieren sich von der Vormundschaft. Mit der Errichtung riesiger Belfriede demonstrieren sie ihre politische Souveränität im städtischen Raum. Wir hören hier das Glockenspiel des Belfrieds. Wie schon im Mittelalter geben 62 Glocken den Einwohnern auch heute noch die Tageszeit an. Es gab sowohl den Kirchturm, den Turm des Schlosses des Grafen, als auch den Belfried, Symbol der städtischen Macht. Letzterer sollte so hoch wie möglich sein, in diesem Fall 60 Meter. Von oben kann man 10-12 Kilometer weit sehen. Diese lokale Macht zeigt sich auch bei den Patronatsfesten zu Ehren der Stadtheiligen. Und um diese religiösen Prozessionen noch spektakulärer zu gestalten und ihnen noch mehr Glanz zu verleihen, greifen die damaligen Stadtverwalter die Idee einer spanischen Tradition auf. Die Giganten sind geboren. Im 16. Jahrhundert war Douai noch eine spanische Stadt. Denn der Gouverneur Karl V. hat aufgrund seiner Erbschaften von Spanien aus regiert. Wir wurden deshalb als spanisches Land betrachtet. Im 16. Jahrhundert brachte Karl V. zahlreiche Vergnügungen in die Gegend. Ihm verdanken wir auch die Tradition der Giganten in Nordfrankreich. Trotz der Skepsis gegenüber den Spaniern finden die religiösen Prozessionen mit Giganten Anklang und werden als eine der wenigen Traditionen übernommen. So wird der Gigant von Douai geboren und er hat überlebt. In einer speziellen Lagerhalle im Stadtzentrum wartet er auf seinen jährlichen Auftritt. Ich möchte Ihnen Monsieur Gaillon vorstellen. Gaillon ist das pikardische Wort für Gigant. Es ist ein Privileg, ihn so nah zu sehen, außerhalb der Festtage, und in sein einschüchterndes Gesicht zu blicken. Beim Anblick von Monsieur Gaillon denken wir alle an jemanden aus unserer Familie, der uns mit der Geschichte, unserem Erbe und unserer Herkunft verbindet. Meine Mutter würde über diesen Anblick weinen. Mein Großvater hat Gaillon viele, viele Jahre lang getragen und dafür Medaillen von der Stadt bekommen. Monsieur Gaillon verkörpert diesen Familiengeist. Man sagt, er habe die Augen meines Großvaters. Wir sehen ihn in Monsieur Gaillon. Die Erinnerungen sind umso wertvoller, als Monsieur Gaillon beinahe für immer verschwunden wäre. Im 17. Jahrhundert wurde die Stadt unter Ludwig XIV. Französisch. Der Geist der Aufklärung griff um sich. Archaische, altmodische Feste interessierten nicht mehr. Man wollte die Gesellschaft umgestalten, modernisieren. Die Giganten waren nicht mehr willkommen. Es war eine Zeit des Wandels. Die Französische Revolution beseitigt die Figuren endgültig, denn sie sieht in ihnen ein Symbol für das Ancien Régime. Auf die rote Mütze folgt für die Giganten die Guillotine. Auch in Douai bietet das 19. Jahrhundert einen günstigen Nährboden für das Aufleben alter Traditionen. Im romantischen Denken sucht man nach den Ursprüngen der Gesellschaft. Und der Gigant nimmt seine Arbeit wieder auf. Musik.
In dieser Zeit erscheinen auch im Dorf Kassel die Giganten. Der auf einer bewaldeten Anhöhe gelegene Ort überragt die gesamte flandrische Ebene. Wir befinden uns in außerordentlicher Höhe. Ich wage es kaum zu sagen, es sind 176 Meter. Höher geht es in Flandern nicht. Diese Hügelkette in der sonst flachen flämischen Ebene nennt man natürlich den flämischen Höhenzug. Ihr Gipfel ist Mont Cassel. Es ist sozusagen der Mount Everest Flanderns. Die Einwohner selbst bezeichnen sich sogar als Bergbewohner. Dieser identitätsstiftende Ansatz wird durch die Existenz zweier Kolosse genährt. Das Gigantenpaar Reus Papa und Reus Maman, wobei Reus flämisch Riese bedeutet. Der Legende nach sind sie die Vorfahren des Berges und seiner Bewohner. In einer sehr, sehr fernen Zeit, vor etwa 15,5 Jahrhunderten, lebten im grönländischen Eis eine ganze Reihe von Giganten, die nichts taten als trinken, singen und feiern. Dann beschlossen sie, die Erde zu erkunden. Man weiß nicht warum, aber sie nahmen kleine Erdklumpen mit. Sie kamen, weil sie große Bierliebhaber waren. Reus Papa und Reus Maman sind die Eltern aller Giganten der Welt. Reus Maman war irgendwann müde und sagte zu Reus Papa: Ich kann nicht mehr. Die Klumpen sind zu schwer. Halten wir an und lassen sie hier liegen. Reus Papa und Maman ließen also jeder einen kleinen Berg fallen und der Berg Cassel war geboren. Im 16. Jahrhundert stöbern die lokalen Regierungen in Archiven. Großmutters Erzählungen am Kaminfeuer und verschiedene Anekdoten werden hinzugezogen. Die Stadt braucht ein Symbol, das die Einwohner in einer gemeinsamen Vergangenheit verankert. Der Gigant wird zum Verteidiger der Stadt. Die originalen Reus Papa und Reus Maman von damals sind im Flämischen Museum im Herzen von Kassel untergebracht. Reus Papa ist ein großer römischer Krieger. Er ist schön. Er sieht nach oben, denn niedrige Menschen sind seines Blickes nicht würdig. Er trägt die Sonne um den Hals, denn sie beherrscht seine Welt. Sein Schwert zeigt uns sein Kriegertum. Irgendwann kommen die Giganten nicht mehr zu den Festen der Schutzheiligen heraus und werden endgültig in den heidnischen Bereich des Karnevals und der Volksfeste verlegt. Wie die Einwohner leiden sie unter den Weltkriegen. Verstecken sie sich nicht genug, landen sie im Feuer. In den 1970er Jahren kehren die Unbesiegten mit Fanfaren zurück ins Gemeinschaftsleben. In Steenvoorde, einem französischen Dorf an der belgischen Grenze, kommen alle vier Jahre für ein Wochenende über 50 sympathische Riesen zusammen. Am Samstag sind die Frauen dran. Unter ihnen ist Mutter Natur, mit ausschließlich weiblicher Unterstützung. Wir schließen Männer nicht aus. Wir haben nie gesagt, dass Dame Nature eine Gigantin ist und deshalb nur Frauen im Team sein dürfen. Aber in den Augen der Leute ist Dame Nature ein Team aus Frauen. Und das passt uns ganz gut. Wir kümmern uns um diesen Giganten, denn er ist für uns von unschätzbarem Wert. Sie muss einen umhauen und schick sein, wenn sie ausgeht. Bis heute entsteht ein Gigant aus dem gemeinsamen Wunsch einer Gruppe. Doch es sind keine gewählten Vertreter mehr. Gleich einem Verein oder Nachbarschaftskomitee wird das Kollektiv durch gemeinsame Werte geeint. Mit Dame Nature wollen Erika und Corinne zum Beispiel die Einsamkeit älterer Menschen durchbrechen. Es ist ein großes Abenteuer und eine große Familie. Ich habe um mich herum eine generationsübergreifende Familie. Man kümmert sich umeinander und das funktioniert. Gibt und nimmt. Ich konnte zu einer bestimmten Zeit geben und Sie können nun zurückgeben. Das ist das Schöne. Corinne und Erika setzen sich für den Schutz der Umwelt ein. Sich um Menschen und Natur zu kümmern, ist auch die Mission ihrer Gigantin. Bonjour, messieurs, dames.
Hallo zusammen. Hier ist eine kleine grüne Botschaft, eine Großmutterweisheit. Bienen lieben Löwenzahn. Da sind honigsüße Samen darin, eine Blumenwiese, die Bienen anlockt, und eine kleine Botschaft. Dame Natur überbringt eine grüne Botschaft. Am folgenden Tag des Festwochenendes schließen sich die Giganten den Gigantinnen für den großen Umzug an. Sie tänzeln im Rhythmus der Blaskapellen. Viele haben als Kinder für die Giganten geschwärmt, an den Umzügen teilgenommen, Programme verteilt, Kostüme getragen oder in einer Band gespielt. Über solche Erinnerungen findet man alte Freunde wieder. Ich hoffe, einen zu treffen, mit dem ich vor 50 Jahren Musik gemacht habe. Wir haben Giganten aus Weidenruten gemacht, damit man sie tragen und darin tanzen und sich drehen konnte. Sie sollten sich dem Publikum nähern, sie sollten leben. Bei einer Gigantenparade stechen die Statischen sofort heraus. Ein Gigant, der nicht tanzt, ist nicht lebendig. Und das ist dann eigentlich kein Gigant. Sie wiegt um die 70 Kilo und ist 4,20 Meter hoch. Da stecken Jahre der Erfahrung dahinter. Aber im Prinzip kann es jeder schaffen, wenn er nur liebt, was er tut. Ich habe diese Kultur in der Wiege mitbekommen. Mein Vater war Vizepräsident und hat mir seine Leidenschaft vermacht. Ich bin bewegt. Für mich bedeutet das, den Leuten eine Freude zu machen, das Funkeln in den Augen der Kinder zu sehen. Man muss es selbst sehen, um es zu begreifen. Ich bekomme dabei jedes Mal Gänsehaut. Hat Ihnen schon mal ein Gericht Gänsehaut beschert? Vielleicht passiert das heute in Phuket dank Bos Kung Sambai Garnelen. Bo erwartet uns schon auf dem Markt. Ich sage Ihnen noch den Wechselkurs. 100 Baht sind knapp 3 Euro. Wir befinden uns hier auf der Prachtstraße von Phuket Town. Die Häuser, die man hier sieht, sind im chinesisch-portugiesischen Stil erbaut. Die alten Originalgemäuer sind bis heute gut erhalten. Das ist der Markt von Kaset, einer der ältesten in der Region. Fisch und Meeresfrüchte bekommt man hier pfannfrisch. Es gibt auch Obst und Gemüse in reicher Auswahl. Was kostet das Kilo Garnelen? 650 Baht. Für dieses Gericht nimmt man Tigergarnelen mit festem, ganz frischem Fleisch. Haben Sie Zitronengras und frischen Kurkuma? Ja. Und Schalotten? Habe ich auch. Wir hätten gerne Tamarindenpaste. Bitte diese da. Aus dem Saft machen wir die Soße für unser Gericht. Lasst uns nach Hause gehen. Das ist ein typisches Peranakan-Rezept aus Phuket. Zuerst bereiten wir die Garnelen zu.
Für die Soße brauchen wir Schalotten, Zitronengras und frischen Kurkuma. Das Zitronengras ist zwar scharf, brennt aber nicht auf der Zunge. Es ist ein heimisches Heilkraut. Auch Kurkuma werden Heilkräfte zugeschrieben. Damit bekommt unser Gericht Farbe und ein pikantes Aroma. Nun geben wir Kokosmilch dazu. Zum Salzen nehme ich etwas Kapi, das ist Krabbenpaste. Mit Palmzucker süße ich. Zum Schluss der Tamarindensaft. Der darf in der Thai-Küche nicht fehlen. Seine Säure gleicht der von Limonen. Wir lassen es etwa 5 Minuten köcheln, damit die Zutaten ihren Geschmack entfalten können. Dann passieren wir alles durch. Wir können essen. Das Menü ist bereit. Garnelen Kong Sambai. Zu Tisch, es ist angerichtet. Reis, Garnelen und gebratene Nudeln werden zusammen gegessen. Ist es lecker? Ja, ich nehme noch etwas. Also schmeckt's? Ausgezeichnet. Jetzt wende ich mich an Sie, meine Damen. Wenn Sie ein Mann wären, was würden Sie gerne tun? In Chelsea stelle ich Ihnen jetzt eine Frau vor, die zwar nicht Kapitänin wurde, sich aber bei den Royal Marines engagiert hat. Die kuriose Geschichte. Der Stadtteil Chelsea, am nördlichen Ufer der Themse, ist eins der vornehmsten, teuersten und am besten erhaltenen Viertel der britischen Hauptstadt. Ein idealer Rückzugsort für gut Betuchte. Aber auch Feierlustige haben die Qual der Wahl in dieser Londoner Postkartenidylle. Doch das sehenswerte Chelsea birgt auch eine andere Geschichte. Die einer Frau, die zu allem bereit war, um die weite Welt zu entdecken. Die Stadtführerin Hazel Baker kehrt mit uns ins 18. Jahrhundert zurück. Im April 1723 kommt in Worcester eine gewisse Hannah Snell zur Welt. Sie war das 8. von 9 Kindern und hatte 3 Brüder und 5 Schwestern. Ihr Vater war ein erfolgreicher Strumpfwarenhändler und Färber. Im Alter von 10 Jahren verkleidete sie sich gern als Junge und spielte Soldat. 1740 heiratet Hannah Snell den niederländischen Matrosen James Summers, der oft zu See fährt, während sie in London auf ihn wartet und vor Langeweile eingeht. Frauen waren in jener Zeit Bürger zweiter Klasse. Aufgrund des schlechten Zugangs zur Bildung waren ihre Möglichkeiten im Leben sehr begrenzt. Sie mussten handwerkliche Arbeit verrichten oder heiraten, was eine andere Form der Prostitution war, die dritte Option. Ihre Zukunft war also nicht sehr rosig. Als Mann hingegen konnte man sich allein draußen fortbewegen. Ich glaube, der Anblick der großen Schiffe und der Seemänner machte vielen Frauen Lust, anzuheuern und ihrem Alltag zu entfliehen. Eines Tages kehrt ihr Mann nicht nach Hause zurück. Hannah erfährt, dass er unter seltsamen Umständen verschwunden ist. Sie ist frei, ihren eigenen Weg zu gehen und setzt alles auf eine Karte.
Sie nahm die Identität ihres Schwagers James Gray an und ging zu Fuß nach Coventry, um in die Armee einzutreten. Anwerber zogen durch die Städte und machten die Männer betrunken, um sie für den Armeedienst zu gewinnen. Das war im Jahr 1745. Der Jakobitenaufstand war im vollen Gange und der Krieg war in aller Munde. In Männerkleidung und mit verändertem Gang geht Hannah Snell als Mann durch. James Gray wird von der englischen Marine rekrutiert. Hannahs Abenteuer in der Marine begann in Portsmouth an Bord der Swallow. Dieses Schiff gehörte zur größten europäischen Flotte, die in Richtung Ostindien segelte. Sie umfasste 1200 Matrosen und 800 Marinesoldaten. Hannah wird als Messjunge eingestellt. Sie kocht, bedient und wäscht die Kleidung der Offiziere. Sie gab sich die ganze Zeit über als Mann aus. Und wenn man nicht entlarvt werden will, hält man den Kopf gesenkt. So wurde sie zum bevorzugten Messjungen der Offiziere. Das macht sie ganz bewusst. Hannah weiß, welches Risiko sie eingeht und bereitet sich auf das Schlimmste vor. Sie musste einige Leute einweihen, damit sie sie beschützten. Sie brauchte jemanden, dem sie sich anvertrauen konnte und vor allem männlichen Schutz. Auf einem Schiff mit 200 Matrosen war das notwendig. Obwohl sie sich im Schiffsinneren aufhält, wird Hannah bei Gefechten an den Beinen und in der Leistengegend verletzt. Sie hat selbst die Kugeln aus ihren Wunden herausgeholt, um nicht mitten in Ostindien als Frau erkannt zu werden. 1750 kehrt das Schiff nach London zurück. Hannah ist freigestellt und beendet ihre Maskerade. Sie verkauft ihre Geschichte an einen Verleger und beginnt ein Leben im Rampenlicht. Ihr Abenteuer wird zu einem Theaterstück. Sie trat erfolgreich im New Wells Theatre auf, das heute Sadler's Wells Theatre heißt. Das tat sie gemeinsam mit vielen anderen wunderbaren Darstellern, darunter auch Seilakrobaten und Matrosen. Eine Vorstellung konnte bis zu 5 Stunden dauern. Im Sommer 1750 ging sie auf Tournee und machte sich einen Namen. Später führte sie eine Kneipe im Osten von London. Trotz ihres Betrugs weckt ihre Geschichte Bewunderung. Und das Royal Hospital Chelsea gewährt ihr eine Kriegsdienstrente in Höhe von 5 Pence pro Tag. Nach mehreren Jahren in der Rolle eines Mannes tritt Hannah 1759 als Frau vor den Traualtar. Im August 1792 lieferte ihr Sohn George sie in das Bethlehem Hospital ein, wo sie 6 Monate später starb. 5 Tage zuvor war ein gewisser James Gray ebenfalls gestorben. Beide wurden auf dem Friedhof des Chelsea Hospital beerdigt. Zum Schluss unser Rätsel. Haben Sie herausgefunden, warum das Piano Forte, Vorgänger des Klaviers, bei seiner Erfindung von vielen europäischen Musikern gehasst wurde? Wegen seines Klangs. Ende des 17. Jahrhunderts wird das Piano Forte in Florenz erfunden. Es erlaubt, sowohl Piano als auch Forte zu spielen. Diese Innovation war für die an Cembalo gewöhnten Ohren zu revolutionär. Daher hat es bei den meisten keinen Anklang gefunden. Zum Glück haben Mozart, Haydn und Beethoven diese neue musikalische Möglichkeit ergriffen. Sonst gäbe es all die großartige Klavierliteratur nicht. A bientôt!